Hey und herzlich willkommen zu diesem Video. Heute möchte ich dir zeigen, wie ich diesen Hund hier gezeichnet habe. Also bleib gerne dran und viel Spaß beim Zeichnen. Zuerst meine Materialien. Ich habe ein Dichtpad zum Übertragen der Skizze. Das Papier verwende ich von Dale Rowney, das ist jetzt in A4. Dann natürlich Bleistifte, ich habe hier diese von Faber-Castell. Verschiedene Radiergummis, ich habe einmal einen Kindradiergummi und einen Stiftradiergummi. Und dann noch natürlich die Vorlage in ausgedruckt. Das Originalbild habe ich dir unten verlinkt, falls du es auch nachzeichnen möchtest. Und dann verwende ich ab und an noch Schleifpapier, um meine Stifte noch ein bisschen spitzer zu machen und noch feinere Linien zeichnen zu können. Ich habe hier eine 120er Körnung. Nun übertrage ich die Skizze mit meinem Lichtpad auf mein Zeichenpapier. So, das ist meine fertige Skizze und jetzt kann es auch schon losgehen. Ich beginne meistens mit den Augen und beginne hier jetzt mit den dunkelsten Stellen und lasse die Reflexion, also die hellsten Stellen, einfach frei. Also da male ich gar nichts, dann habe ich die schon mal eben geblockt. Anschließend habe ich dann mit dem HB die Fellrichtung rund um das Auge eingezeichnet. Dabei achte ich darauf, dass ich nicht zu dunkel zeichne, sondern lieber heller anfange und nach die dunklen Stellen aufbaue. Ganz wichtig ist es, die Stifte immer sehr spitz zu halten. Deshalb benutze ich auch das Schleifpapier nochmal, weil mein Spitzer das nicht ganz so spitz hinbekommt, obwohl der schon echt gut ist. Aber das kann ich auf jeden Fall empfehlen. Probiert es aus, das ist wirklich ein Gamechanger. Die hellsten Stellen zeichne ich hier immer mit dem HB vor. Dann gehe ich, wenn es ein bisschen dunkler sein sollte, mit dem 2B rein und an ganz dunklen Stellen mit dem 6B. Den 8B verwende ich erst zum Schluss, also für wirklich ganz, ganz dunkle Stellen, also wie man um die Schnauze sieht, die Nase und dann auch am Ende für die Augen noch ein bisschen. Aber so, damit ihr ungefähr wisst, wie ich das verwendet habe. An den Ohren bin ich so vorgegangen, dass ich die vorderen Haare erstmal freigelassen habe, weil die heller waren und habe die Stellen mir ausgeblockt, sage ich mal, in hell und bin erstmal in den Hintergrund und habe da mir die ganzen Haare reingezeichnet, die Fellrichtung erstmal wieder mit einem leichten Bleistift und bin dann immer und immer wieder rein und habe das Ganze eben aufgebaut und verdunkelt. Ihr könnt mir ja gerne mal in die Kommentare schreiben, was euch lieber ist, ob ihr diese Zeitraffer mehr mögt oder ob ihr jetzt hier diese Mischung ganz gut findet mit Echtzeit und Zeitraffer oder ja, wie es euch so allgemein gefällt. Und wenn ihr gerade dabei seid, lasst gerne ein Like da und ein Abo, ich würde mich sehr freuen.
Hier beginne ich jetzt damit, die Struktur der Nase einzuarbeiten. Und ich weiß, dass das hier jetzt erstmal ein bisschen komisch aussieht. Aber da die Nase noch viel, viel dunkler wird, wird das dann am Ende harmonischer aussehen. Ich gehe hier nämlich auch dann so vor, dass ich erstmal sehr hell beginne und mich dann mit Schichten immer näher an den dunkelsten Ton rantaste. So, hier geht es jetzt weiter mit der Schnauze. Da das Fell hier gemellt ist, habe ich das natürlich auch in dieser schwungvollen Richtung gemalt. Also ich habe keine geraden Striche gemalt, sondern ich habe wirklich darauf geachtet, hier, ich sag mal so S-Linien zu machen und eben das Fell so nachzuempfinden.
Hier komme ich dann langsam schon zum Ende und gehe nur noch mal überall rein, mache noch ein paar Details, verdunkel manche Stellen, vor allem die Schnauze, weil die ist sehr, sehr dunkel auf dem Bild, und gehe überall nochmal rein. Hier sieht man nochmal in den Ohren, habe ich noch ein paar Details mit reingenommen und die Haare im Vordergrund in den Ohren eben nochmal heller gemacht, nachgezeichnet, den Hintergrund dunkler. Hier kommen noch die Schnurrhaare und dann sind wir auch schon fertig. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen und hat dir weitergeholfen. Lass gerne ein Like da und ein Abo und schreib mir gerne in die Kommentare, wie du es fandest. Du kannst mir auch sehr gerne auf Instagram folgen. Das verlinke ich dir auch in der unten in der Infobox. Und dann bis zum nächsten Mal. Ciao!